Hallo, guten Tag. Hallo, Lilly. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, YouTube-Channel. Name in deiner Chance, auf der Suche nach einem Abenteuer. Mein Name ist Justus König, wie kann das sein, dass ich Abenteuer oder Justus Amerika, Justus Abenteuer, oder in deiner Chance Justus oder Justus König, der Abenteuer aus Würzburg, der YouTuber. Gut. Hier könnt ihr sehen, ein der größten, berühmtesten Eisbach-Surfen, also Surfen in der Stadt. Ich glaube, der weltweit gibt es. Das ist nämlich der Eisbach von München, der in den englischen Garten ist. Und das ist die Eisbachwelle, da kann man surfen. Das wird schon 40 Jahre lang, seit 40 Jahren wird das schon gemacht. Das ist sehr berühmt, man kann da surfen oder zuschauen. Und das ist im englischen Garten. Und das ist der stärkste Bach im englischen Garten. Der ist 2 Kilometer lang, der Eisbach, und der kommt von der Isar. So hat die einen Nebenbach von der Isar, ein Fluss da. Und der ist gut, wie ihr sehen könnt. Ich finde auch man braucht einfach einen Neoprenanzug, der schützt sich vor der Kälte und dann kannst du einfach mal surfen. Jedenfalls ist es sehr schön und sehr bekannt. Und das ist der englische Garten. Kennt ihr ja. Also 2 Kilometer lang ist der Fluss und da könnt ihr Eis surfen oder so. So. Ich selber habe noch nicht gesurft, aber das mal gerne interessant sein, es wird machen, ausprobieren. Schaut auch sehr interessant aus, wie wir drin surfen, oder? Mir gefällt es. München ist eine Stadt, eigentlich gerade nicht schön. Man braucht nur fast 2 Stunden, bevor dort ist. Und von Würzburg nach München 2 Stunden. Guck immer, ob hier Verkehr ist und wie man fährt. Ja. Jedenfalls, das war die Information und das war das Video. Ich bedanke mich noch für das Zuschauen und Einschalten. Ganz und wieder, liebe Zuschauer. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut auf der Playlist nach, wenn euch bestimmte Themen interessieren. Und ihr könnt uns erreichen auf Instagram und TikTok. Wenn Instagram-Name lautet, dann ist schon der andere und mein TikTok-Name lautet Justus der andere 13. Und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich hatte Urlaub. 2 Tage. Und viel Grüße aus München. Eine sehr schöne Stadt, die Hauptstadt von Bayern. Irgendwo ist wahrscheinlich hier danach Söder, dann Ministerpräsident und so weiter. Und da in München ist doch am Sonntag die Premiere von den 3 Fragezeichen und das Erben des Drachens. Und falls ihr fragt, nein, es geht nicht um den Drachen dort oder das alte Hauptwerk oder sonst was. Nein, das ist das 3 Fragezeichen. Was anderes. So ein altes Schloss und ja. Boah. Einfach mal. Wir sind die 3 Fragezeichen. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Kollegen, wir haben einen Fall. Justus Jonas von den 3 Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. 3 Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Oh Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow! Vlad Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Die 3 Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus Jonas! Ich komme ja, Tante Mathilda! Nur im Kino.